Hallo und herzlich willkommen zu unserem Stylight-Webinar. Heute geht es um den neuen Kalender in der eGroupware 16.1. Vielleicht können Sie ganz kurz uns eine Rückmeldung geben, ob Sie uns gut hören. Ich sehe schon, der Herr Mehner, der Herr Pfannenstein schreiben schon. Hallo Herr Karl, hallo Herr Kaiser, Herr Walder. Uiuiui, jetzt geht's aber schnell. Hallo Herr Dehner, hallo Herr Wölfle. Ja, scheint zu klappen, also Sie hören uns alle gut. Alles klar. Ja, mein Name ist Eva Wertheimer, Sie kennen mich vielleicht von den Tutorials und ich bin hier mit unserer Expertin Birgit Becker aus dem Stylight Support. Hallo Birgit. Hallo Eva, hallo liebe eGroupware-Nutzer, lieber Kunden, lieber Interessenten. Ich freue mich, dass wir heute zusammenkommen, um einfach mehr gemeinsam auch über unseren neuen Kalender in der 16.1 im Detail zu erfahren. Genau, also heute geht es darum, wie arbeite ich effizienter mit dem neuen Kalender? Was gibt es für verbesserte Funktionalitäten und Bedienbarkeit? Wir wollen Ihnen zeigen, wie Sie von den Neuerungen in der 16.1 profitieren und auch Tipps zum schnelleren Arbeiten mit der neuen Version geben. Birgit kann noch mal auf die Details eingehen jetzt. Ja, wir wollen uns im Prinzip einfach mal damit starten, dass wir uns die verschiedenen Ansichten, die wir im Kalender zur Verfügung haben, anschauen. Das sind so die klassischen Ansichten wie eine Tagesansicht, Wochenansicht, Monatsansicht, aber auch natürlich unsere Planeransichten, die sich geändert haben. Und ganz neu, wir haben eine Umschaltung zwischen 5 und 7 Tagen. Wir haben ganz neu den Toolbar, über den die Navigation funktioniert, durch die Umschaltung zwischen den Ansichten. Wir haben Kontextmenüs, die Kategoriefarben haben sich geändert. Natürlich können wir weiterhin auch mit Favoriten arbeiten. Drag und Drop sind alles Punkte, die ich so ganz im Kurzen als Stichpunkte anreiße. Und dann wollen wir jetzt auch schon gleich ins Detail gehen. Ja, ganz kurzer Hinweis noch. Wir zeichnen das Webinar auch wie sonst immer auf. Sollte es ein Problem geben, würden wir Ihnen den Link zuschicken. Ja, danke Eva. Ich hoffe mal, Sie sehen alle schon meine Wochenansicht. Vielleicht geben Sie uns eine kurze Rückmeldung im Chat auch dazu, ob wir alle gut sichtbar sind, alle dabei sind. Perfekt. Ja, unsere Wochenansicht. Was Sie so direkt auf den ersten Blick sehen werden, ist, wir haben nach wie vor durchaus einen Zeitraum, so unseren Arbeitstag, in diesen hellen Farben. Was ich jetzt aber in dem neuen Kalender machen kann, ist einfach, ich kann mich innerhalb von meinem Kalender einfach, indem ich nach oben und nach unten scrolle, mir auch Sachen außerhalb von meinem Tag anzeigen lassen. Das war ja früher nicht möglich. Ich hatte eine feste Einstellung, dass mein Kalender von 8 bis 18 Uhr geht und was außerhalb habe ich in dem Form nicht gesehen. Das heißt, das ist in dem Sinne neu, dass ich einfach die Möglichkeit habe, hier entsprechend nach vorne und nach hinten zu scrollen. Kurze Rückfrage, hören die anderen uns noch? Es hat jetzt jemand geschrieben, der Ton wäre weg. Scheint noch alles zu funktionieren, alles klar. Gut. Super. Neben dem, dass es natürlich in der Wochenansicht funktioniert, habe ich die gleiche Geschichte auch in der Tagesansicht. Wie komme ich zur Tagesansicht? Im Prinzip ganz einfach und da kommt jetzt unser Toolbar ins Spiel. Denn Toolbar sehen Sie am oberen Ende unseres Kalenders. Das heißt, das hier ist unser Toolbar. Sie kennen den wahrscheinlich schon aus unserem E-Mail-Modul. Auch hier analog. Ich habe gewisse Funktionalitäten, die auf der linken Seite befinden und ich habe auf der rechten Seite ein weiteres, in dem noch mehr Funktionalitäten oder mehr Ansichten in dem Falle drin sind. Möchte ich zur Tagesansicht, klicke ich hier vorne auf die 1, bin in der Tagesansicht, habe nach wie vor auf der rechten Seite meine Liste der unerledigten Aufgaben und auch hier in der Tagesansicht kann ich in meinem Kalender einfach nach oben oder nach unten scrollen. Möchte ich jetzt zum Beispiel in eine Mehrwochenansicht gehen, klicke ich hier auf das Symbol für die Mehrwochenansicht und es öffnet sich meine Mehrwochenansicht. Auch hier wieder, wir haben eigentlich, würde ich sagen, ein paar mehr Einstellmöglichkeiten als früher noch geschaffen. Das heißt, Sie entscheiden jetzt, wie viele Wochen wollen Sie in der Mehrwochenansicht sehen. Mein Kalender ist jetzt so eingestellt, dass ich aktuell 3 Wochen sehe. Sieht man jetzt auf den ersten Blick nicht, aber jetzt kann ich hier einfach auch wiederum scrollen. Das heißt, in dem Falle, wenn es nicht auf meinen Bildschirm passt, scrolle ich nicht innerhalb des Tages, sondern ich scroll dann innerhalb der Wochen, die ich zur Verfügung habe. Das heißt, an der Stelle, wir sind einfach nochmal
unterschiedlicher und gehen mehr auf das ein, was wird bei Ihnen auf dem Bildschirm gezeigt, wie groß ist Ihr Bildschirm, wie viel passt da wirklich drauf. Und wir haben auch komplett neue Ansichten geschaffen, wie zum Beispiel unsere Monatsansicht. Die Monatsansicht geht jetzt weg von den festen Zeitintervallen. Sprich, an der Stelle habe ich jetzt einfach eine Liste mit dem Titel und den Uhrzeiten, wann die Sachen starten. Damit kann ich jetzt auch, wenn mein Kalender relativ voll ist oder ich mir einen Gruppenkalender anschaue, kann ich immer noch ganz gut sehen, was passiert denn in dem Monat auf einen Blick übersichtlich. Wenn Sie jetzt sagen, diese Ansicht finde ich super gut und ich möchte die auch in der Mehrwochenansicht haben, sind wir auch wieder bei Ihren Kalendereinstellungen, wo Sie das festlegen können, für welche Ansichten diese zeitlose Ansicht verwendet werden soll. Sehe jetzt, du hast hier auch das Wochenende eingeblendet, also Samstag und Sonntag sind auch sichtbar. Wie ist das mit den 5- und 7-Tagesansichten, wenn ich jetzt mehr Platz für meine restliche Woche haben will? Ja, ganz einfach. Ich habe hier diese 5, 7. Ich klicke entsprechend auf den Umschalter und damit ist mein Wochenende ausgeblendet. Das gilt jetzt für die Wochenansicht. Ich kann aber ganz genauso natürlich jetzt, beziehungsweise ich bin natürlich auf der Monatsansicht, ich kann aber genauso gut auch auf meine Wochenansicht umschalten und damit ist es dann in der Wochenansicht ganz genauso nur auf den Montag bis Freitag geschaltet. Okay, wir haben eine Frage hier. Können mehrere Kalender angezeigt werden? Natürlich kann ich weiterhin mehrere Kalender anzeigen. Wenn ich das als Beispiel hier nehme, ich habe hier schon einen Favoriten, den habe ich mal vorbereitet. Ich möchte hier die Wochenansicht von mir und der Sonja sehen. Ja, die Birgit spricht lauter. Gebe mein Bestes und rutsche zum Mikrofon. Ja, also ich habe jetzt hier den Kalender von mir selber. Also der Nicole Oster, ich bin hier angemeldet als Nicole Oster und habe unten den Kalender von der Sonja Flemming. Wenn ich jetzt jemand weiteres dazu nehmen möchte, kann ich das natürlich auch tun. Ich sage jetzt mal, ich nehme noch die Gabrielle Harris dazu und dann bekomme ich auch entsprechend untereinander diese drei Kalender angezeigt. Gleiches gilt natürlich auch wieder, wenn ich in die Tagesansicht ginge. In der Tagesansicht bekomme ich dann die Kalender nebeneinander angezeigt. Also Auch. wäre die Frage damit in etwa beantwortet, Herr Schumacher. Kalender als Tab. Wie ist das genau gemeint? Ich rede dann in der Zwischenzeit mal noch ein bisschen weiter. Wir haben jetzt hier unterschiedliche Möglichkeiten. Also Sie können jetzt, und das ist auch neu, sagen, für die Tagesansicht möchte ich 5 Kalender nebeneinander sehen können, für die Wochenansicht aber nur 3 untereinander. Also da haben wir unterschiedliche Einstellmöglichkeiten an der Stelle geschaffen. In der Zwischenzeit schreibt der Herr Schumacher. Vielleicht kannst du auch noch was zur Planeransicht sagen. Die ist eigentlich auch noch relativ interessant. Genau, die Planeransicht. Die Planeransicht dafür. Nach wie vor gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Ich kann zum einen sagen, ich möchte mir die Planeransicht bezogen auf den Planer nach Kategorien sehen. Wenn ich zum Beispiel auf einer Gruppe bin und dann auf den Planer nach Kategorien gehe, dann sehe ich entsprechend die verschiedenen Kategorien, in denen meine Termine sind, oder analog, wenn ich auf den Planer nach Benutzern gehe, dann bekomme ich entsprechend meine Termine aufgesplittet nach den Personen und zu welchem Zeitpunkt die Termine stattfinden. Auch hier kann ich nach wie vor einfach weiter reinzoomen, in dem Sinne, dass ich sage, ich klicke auf die Woche und bekomme dann die Woche angezeigt oder ich klicke auf den Tag und bekomme entsprechend den Tag angezeigt. Wenn ich einen neuen Termin machen will, zum Beispiel für die Sonja, kann ich jetzt neu im Planer einfach auf den entsprechenden Termin klicken um 10:30 Uhr und bekomme dann entsprechend mit der Sonja den Termin um 10:30 Uhr erstellt. Und
kann ihn entsprechend abspeichern. Was wäre denn ein typischer Anwendungsfall für die Planeransicht? Ein typischer Anwendungsfall für die Planeransicht würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte mir einfach meine Gruppe, die Termine meiner Gruppe ansehen oder einen Urlaubsplaner, damit ich genau sehe, wann ist denn wer von den Kollegen im Urlaub, wann ist der entsprechend im Haus, wo ist er vielleicht out of office. Entsprechend kann ich mir das natürlich so anlegen, dass ich sage, ich möchte hier zum Beispiel sehen, die Gruppe. Jetzt gehe ich nochmal auf meinen Gruppenfavorit, aber in dem Sinne als Planer nach Benutzern. Und dabei möchte ich jetzt nur die Kategorie Urlaub sehen. Holidays. Und dementsprechend kann ich mir das dann natürlich als Favorit abspeichern. Das heißt, ich bekomme wesentlich weniger Detailinformationen, aber dafür viel mehr Übersichtlichkeit in der Planeransicht. Genau. Das heißt, ich kann jetzt ganz gut schauen, wann ist denn vielleicht Zeit, dass der eine oder andere auch entsprechend Urlaub machen kann. Mhm. Ganz wichtig für unseren neuen Planer ist natürlich auch die Navigation. Wie bewege ich mich denn jetzt vorwärts oder zurück in der Zeit? Kann ich ganz einfach machen. Ich kann jetzt hier über die Pfeile entsprechend mich vorwärts blättern. Damit bin ich in der Monatsansicht entsprechend monatsweise vorwärts. Bin ich in der Wochenansicht, indem ich zum Beispiel hier auf die Woche 41 klicke und blättere weiter, dann blättere ich mich entsprechend wochenweise weiter. Gilt natürlich auch wiederum für alle Anwendungen. Will ich zurück auf heute, klicke ich einfach auf heute. Das heißt, im Prinzip ist es so, dass wir den neuen Kalender so gestaltet haben, dass wir von dem Seitenmenü gar nicht mehr so viele Sachen tatsächlich benutzen müssen. Und im Weiteren ist auch geplant, dass noch mehr Informationen, die jetzt im Seitenmenü sind, dann später auch noch in den Toolbar reinfinden werden. Ich sehe gerade, Herr Steffens hat noch geschrieben, ob sich was bei der Version an der Datenbankstruktur geändert hat oder das nur die Oberfläche betrifft. Es gab eine ganze Menge Änderungen, auch im Bereich von der Datenbank, allerdings nicht im Kalender. Im Regelfall sind es aber Änderungen, die an der Datenbank passieren, kommen automatisch über den Update-Prozess, sodass die Sachen angepasst werden. Da ist vielleicht mal an der einen Stelle ein Feld hinzugekommen oder ein Feld größer geworden. Solche Geschichten, das ist ja typischerweise etwas, was wir auch mit den Versionswechseln dann vornehmen. Arthur schreibt noch, die senkrechten Striche findet er gut. Also das betrifft die Übersichtlichkeit auch. Also es ist besser lesbar so. Navigation auch gut gelöst. Mhm. Gut, also wenn es jetzt keine Fragen dazu gibt, dann könnten wir zum Kontextmenü übergehen. Birgit? Ja, ich gehe dafür nochmal auf so meine Woche zurück. Das Kontextmenü ist jetzt auch neu, nicht mehr nur in der Listenansicht. Aus der Listenansicht kennen Sie die Kontextmenüs ja auch schon in anderen Anwendungen, beziehungsweise aus der Kalenderlistenansicht. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf einen Termin gehe, habe ich überall mit dem Rechtsklick mein Kontextmenü zur Verfügung. Und über das Kontextmenü habe ich jetzt natürlich diverse Aktionen, die ich damit anstoßen kann. Ich kann zum Beispiel einfach einen Termin kopieren. Sprich, ich muss nicht mehr den Termin öffnen, sondern ich gehe auf Kopieren. Er nimmt mir den Termin mit allen Inhalten, die entsprechend drin war, setzt dieses typische Kopie vorne dran. Ich kann den Titel natürlich verändern, ich kann das Datum entsprechend verändern. Ich kann meine Teilnehmer anpassen, vielleicht eine andere Kategorie setzen. Natürlich kopieren würde ich dann nutzen, wenn ich möglichst wenig zu verändern habe, sprich, ich sage jetzt mal, das Ganze soll in 3 Wochen wieder stattfinden. Dann würde ich einfach meinen Termin ändern, abspeichern und bin fertig. Okay. Herr Schumacher, hier steht jetzt nochmal, hat eine interessante Frage gestellt. Können mehrere Kalender angezeigt werden, beispielsweise einen privaten und einen dienstlichen? Also wir haben jetzt nicht mehr Kalender für einen Benutzer geschaffen. Das ist nach wie vor so, dass jeder Benutzer seinen Kalender zur Verfügung hat und wir das in der e-Groupware über die Kategorien steuern. Privater Kalender ist ja immer so, Sie markieren einen Eintrag als privat über unser sogenanntes Privatkennzeichen und damit ist der privat und wird für die anderen auch entsprechend mit den Inhalten ausgeblendet.
Da hat sich an der Stelle jetzt nichts geändert. Weitere Sachen, die ich auf dem, ja, dafür muss der dienstliche und der private im der E-Gruppe sein, das ist richtig, ich habe das in dem Falle so, aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Ich habe eben im Chat kurz gelesen, Status verändern, natürlich kann ich auch einen Status auf dem Wege verändern, sprich ich gehe hier drauf und sage Eigenstatus ändern, je nachdem, ob ich vorher zugesagt oder abgesagt hatte, ändere ich meinen Status. Bin ich zum Beispiel hier, hatte ich jetzt vorläufige Zusage gesetzt, gehe ich hier drauf, sage eigenen Status ändern, zugesagt, dann ist der entsprechend direkt verändert worden. Das heißt, über das Kontextmenü kann ich meine Termine relativ schnell und unkompliziert bearbeiten. Genau. Ob sich ein zugesagter Status mitkopiert, hängt im Endeffekt einfach auch daran, für neue Termine haben wir eigentlich nie so, dass wir den Status mitkopieren. Es gibt eine Einstellung vom Kalender, die sagt, was soll passieren, wenn ich einen Termin verschiebe. Dort kann man sagen, der Status soll zurückgesetzt werden oder nicht. Aber das ist, ich sage jetzt mal, da hat sich in dem Bereich nicht wirklich viel verändert. Was ich natürlich auch machen kann über mein Kontextmenü jetzt ist, dass ich zum Beispiel sagen kann, ich gehe hier drauf auf meinen Termin und kann darauf einfach einen Stundenzettel buchen. Sprich, ich habe meinen Termin mit dem Kunden durchgeführt, habe dafür eine gewisse Zeit, die ich dokumentieren will, mit meinem Stundenzettel, was weiß ich, das waren jetzt 3,5 Stunden, die der Termin war, der Rest waren Fahrtkosten. Ich verknüpft es gegebenenfalls noch mit einem Projekt, je nachdem, wie Sie arbeiten, speichere den Termin ab und habe meine Stundendokumentation aus meiner Wochenansicht heraus für die Termine erledigt, wo ich was einzutragen habe. Okay, damit wär das Kontextmenü eigentlich soweit erklärt. Die Frage sah aber im Dialog so aus, bezieht sich jetzt auf, ob sich der zugesagte Status mitkopiert. Für den, der ihn erstellt hat, natürlich, also ich meine, als derjenige, der das ganze Ding kopiert oder der Besitzer ist, sollte sich das mitkopieren. Wenn nicht, ist es noch ein Fehler, dann melden Sie es gerne und dann würden wir das natürlich auch beheben. Aber an sich ist es nicht gedacht, dass sich der Status mitkopieren sollte. Generell sollte jetzt in diesem ganzen Chat hin und her mal eine Frage verloren gehen. Sie können uns gerne jederzeit sowieso an info@stylight.de schreiben. Und dann kann man das auch ausführlicher nochmal beantworten. Wird in der Planeransicht die Umschaltung 5 auf 7 Tage nicht unterstützt? Doch. Ah, okay, alles klar. Ja. Ja, also die Frage war nur kopiert, alles klar. Ja, aber ist damit beantwortet? Ja. Funktioniert. Also wir haben es einfach konsequent in allen Sachen umgesetzt. Das Einzige, wo es natürlich wenig Sinn macht, ist in der Tages- oder in der Viertagesansicht, da gibt es in dem Sinne, da macht der 5-7-Button nichts, aber ansonsten können Sie ihn tatsächlich in allen Anwendungen auch entsprechend verwenden. Wochenende kann immer ausgeblendet werden. Genau. Und ich muss es halt nicht, ich sage jetzt mal, permanent ausblenden, wie es früher der Fall war, sondern ich kann mir das auch in meinem Favorit mit abspeichern. Also ich kann auch einen Favorit haben, wo ich Sachen für mich selber mit Wochenende habe, aber in meinem Gruppenfavoriten habe ich das Wochenende ausgeblendet. Also das sind alles Dinge, wo Sie jetzt entsprechend mitarbeiten können. Gut, also wie kann man sich denn die Druckansichten... Ah ja, gutes Thema, die Druckansichten im Kalender. Die Druckansichten im Kalender sind relativ einfach. Sie haben die Ansicht sich ausgewählt, die Sie haben wollen. Sie klicken auf Drucken. Der Druck hat sich deutlich verbessert. Ich denke, das wird was sein, was den einen oder anderen freut. Sprich, an der Stelle zeigt er Ihnen einfach das an, was Sie entsprechend vorher ausgewählt haben. Je nachdem, in welcher Ansicht Sie sind, sehen Sie halt entweder Ihre Woche oder wenn ich auf der Monatsansicht bin, dann bekomme ich entsprechend, ich kann auch die Monatsansicht jetzt gleich dann mal mit Wochenende nochmal nehmen. Heißt aber in jedem Fall, wird mir das gedruckt, was ich auch vorher sehe. Genau. Mit allen Farben, mit den Kategorien? Im Prinzip mit allen Farben, mit den Kategorien, hängt natürlich davon ab, es gibt da vom Browser her Einstellungen, ob man die sogenannten Hintergrundfarben mit ausdrucken will oder Hintergrundgrafiken mit ausdrucken will. Hat man es abgewählt, würde er schwarz-weiß ausgedruckt werden und Sie würden die Kategoriefarben nicht sehen. Haben Sie es eingeschaltet, dass Sie es haben wollen, das
So, Firefox macht ja keine Vorschau. Da müssen Sie gegebenenfalls mal in die Einstellungen vom Firefox schauen, wo man das einschalten kann. Im Chrome ist das im Prinzip hier unten, ich glaube, in diesen weiteren Einstellungen drin. Da habe ich diesen Haken für Hintergrundgrafiken. Wenn ich ihn rausmache, dann sieht der Kalender so aus. Habe ich es angehakt, dann enthält er entsprechend die andere Darstellung. Mhm. Das Schöne ist, das gilt mittlerweile auch für die Listenansichten, also auch in den Listenansichten, um so einen kleinen Ausblick zu geben auf zum Beispiel, ich klicke jetzt mal auf unser Adressbuch. Wenn ich in der Listenansicht bin und möchte meine Liste drucken, bekomme ich jetzt neu auch hier nochmal angeboten, dass ich im Zweifelsfall die Anzahl der Spalten, die ich ausdrucken möchte, einschränken kann. Ich kann also zum Beispiel sagen, das Foto möchte ich im Druck nicht haben, in meiner Liste aber schon. Und wenn ich dann auf Drucken gehe, dann wird mir entsprechend, okay, es war jetzt ein bisschen dumm, ich will alle 582 Einträge ausdrucken. Das wird natürlich einen kleinen Moment dauern, bis er meine Druckvorschau dann entsprechend hergestellt hat. Das heißt, an der Stelle ist es jetzt so, dass wir hier auch eine sehr viel bessere Kontrolle haben zwischen dem, was drucke ich aus und was sind die Informationen, die ich auf meinem Bildschirm sehe. Mhm. Wir haben jetzt noch die Frage, die mobile Ansicht folgt später. Damit meinen Sie später im Webinar, oder? Wir haben auf jeden Fall im nächsten Webinar das Thema mobile Ansicht. Wir haben ja ein spezielles mobiles Template oder eine mobile Version. Die wird im nächsten Webinar dann Thema sein. Genau. An sich sind alle Ansichten auch auf dem mobilen verfügbar und auch im Prinzip die Hauptanwendungen von der eGroupware in einer sehr übersichtlichen Darstellung. Wir haben uns nur gedacht, wir wollen, weil wir ja sehr viel stärker ins Detail gehen wollen, wollen wir jetzt heute uns auf den Kalender konzentrieren. Herr Schumacher hat die Frage, wann kommt denn die Version? Das kommen wir später dazu. Damit wir jetzt einfach auch das, was wir so geplant haben, Ihnen zu zeigen, noch mal ein bisschen vorwärts kommen, würde ich jetzt den Chat erstmal ignorieren und Ihnen einfach noch Sie mit ein paar Informationen füttern über das, was wir machen wollen. Und zwar so ein großes Thema, was wir in der eGroupware noch haben, ist so Drag und Drop. Drag und Drop natürlich in ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, ich kann einen Termin einfach kleiner und größer ziehen, indem ich ihn an der rechten unteren Ecke nehme und damit, oh, das wäre jetzt eine Serie, vielleicht ist eine Serie ungeschickt, Vorführeffekt. So, jetzt habe ich hier mein Scroll-Event und damit kann ich natürlich einen Termin kleiner oder größer machen. Das ist schon bekannt, genauso kann ich einen Termin nehmen, kann ihn zu einem anderen Zeitpunkt verschieben. Was jetzt neu ist, dafür gehe ich jetzt mal auf einen Kalender, wo ich selber und eine Kollegin mit drin ist. Ich kann jetzt in der eGroupware einfach einen Termin nehmen und kann ihn per Drag und Drop auch einen Kollegen zum Beispiel mit einladen oder den in den Kalender von jemand anders verschieben. Sprich, ich nehme jetzt hier mein Meeting und schiebe es entsprechend hier runter und bekomme dann die Frage gestellt, ob ich denjenigen einladen möchte. Es ist noch nicht übersetzt, kommt noch. Oder ob ich ihn dorthin verschieben möchte. Ich sage jetzt mal einladen. Damit ist der Termin dann auch im Kalender entsprechend, jetzt habe ich irgendwo anders nebendran geklickt. Das heißt aber, wenn ich zum Beispiel vergessen habe, meinen Kollegen einzuladen, dann ist die schnellste Möglichkeit eigentlich, ich nehme den Termin, ziehe ihn einfach in seinen Kalender und klicke dann auf einladen. Genau. Natürlich habe ich auch nach wie vor die Möglichkeit, ich kann den Termin öffnen, kann den als Teilnehmer hinzufügen. Wenn ich aber sowieso in der Übersicht bin, wo mehrere Leute drin sind und die Sonja mir jetzt sagt, du, ich möchte zu dem Termin auch mit dazukommen, dann kann ich den auf den Wege einfach da rein drecken und droppen lassen. Eine Frage noch hier, kann man einen anderen Benutzer das Editieren nur eines speziellen Termins gestatten, ohne Schreibrecht im eigenen Kalender? Ist das möglich? Nein, also im Prinzip hat sich an dem Rechtesystem nichts geändert. Nach wie vor ist es so, entweder haben Sie ein Leserecht oder ein Schreibrecht im Kalender von jemand anders. Sobald ich ein Teilnehmer drin bin, sehe ich auf jeden Fall den Termin, aber es ist nicht so, dass ich über die Teilnahme an einem Termin weitere Rechte bekomme. Da hat das
nicht in dem Sinne irgendwas ausgemacht. Ja, natürlich auch die ganzen Sekretärin-Funktionalitäten, wenn ich jemand das Recht habe, einen Termin in dessen Namen hinzufügen, das ist nach wie vor alles vorhanden. Wir haben aber noch nie den Besitzer verändert und das passiert mit dem Einladen oder dem Drag and Drop an der Stelle auch nicht, sondern wenn ich den einlade, ist er ein Teilnehmer, der Termin ist aber weiterhin mir. Also an der Stelle ändert sich in dem Sinne nichts. Drag and Drop allgemein ist auch möglich für wiederholende Events. Auch da kommt dann die Abfrage, ob ich die Sachen verschieben möchte oder ob ich das als Ausnahme machen möchte. Wir haben jetzt hier in unserem Demo-Kalender relativ viel wiederholende Termine. Ich möchte die jetzt aber auf dem Wege nicht verändern. Machen Sie sich einfach im Zweifelsfall ein Trial, probieren Sie es aus. Wir werden jetzt dann ab nächster Woche auch die Trials in der 16.1 zur Verfügung stellen. Was ich Ihnen noch zeigen möchte, ist einfach, wie sich unsere Pop-ups verändert haben. Respektive, Sie sehen jetzt hier ja schon mal, dass die Ansicht ein bisschen unterschiedlich ist. Das heißt, wir haben hier nochmal ein Event, was so abgesetzt ist. Und das hier ist so unser Zeitslot, der Ihnen jetzt im Prinzip nicht blockierende ganztägige Termine anzeigt. Wenn ich hier einfach reinklicke, erstelle ich mir einen neuen ganztägigen nicht blockierenden Termin. Und wir sind jetzt auch schon ein bisschen in der Ansicht gelangt, was hat sich verändert in unseren Dialogen. Auch die Dialoge sind leichter geworden. Wir sind weggegangen von den großen Balken, von diesen expliziten Darstellungen, wie es früher der Fall war. Wir haben ein paar Informationen, die wir aus unserer Erfahrung häufiger braucht, auch einfach auf den ersten Blick verfügbar gemacht. Das heißt, wenn ich eine Kategorie setzen will, kann ich einfach entsprechend reinklicken, wähle meine Kategorie aus. Habe ich eine andere, kann ich auch wieder draufklicken, setze eine andere. Habe ich mehrere Kategorien, die ich setzen möchte. Auch wenn ich persönlich sage, naja, wie häufig ist es wirklich sinnvoll. Aber wir haben es Ihnen zur Verfügung gestellt, dass es auch weiterhin möglich ist. Das heißt, Sie können hier mit einem Plus umschalten, dann haben Sie eine Mehrfachselektion und können jetzt auch im Prinzip drei Kategorien da setzen, ohne dass wir so viel Platz wie früher für die ganzen Geschichten brauchen. Weitere Geschichte, was wir verändert haben, das betrifft die Auswahl, wie ich jemand einladen kann oder wie ich Teilnehmer auswählen kann, wie ich eine Ressource auswählen kann, wie ich einen Adressbuchkontakt auswählen kann. Sprich, ich nenne das jetzt einfach mal Testtermin. Und wenn ich jetzt hier reinklicke, bekomme ich standardmäßig meine Benutzer, meine Gruppen angezeigt. Wie ist das, wenn ich von jemandem jetzt nur die E-Mail-Adresse gerade weiß? Kann ich dann einfach die E-Mail-Adresse reinschreiben oder muss ich immer den Namen so, wie ich ihn im Adressbuch habe? Gibt es denjenigen schon in meinem Adressbuch? Ich nehme mal als Beispiel die Birgit Becker von Stylight. Ah, tatsächlich, die gibt es schon in meinem Adressbuch. Dann kann ich die einfach auswählen. Gibt es denjenigen nicht? Gehe ich hin und schreibe die E-Mail-Adresse info@stylight.de als Beispiel. Und fügt den einfach als E-Mail-Adresse da rein. Sprich, es ist wirklich eine Art und Weise, wo ich alles mitmachen kann. Genauso, ich möchte wenn man sich nicht verschreibt, hilft es deutlich. Ich möchte ein Meeting durchführen und brauche dafür unseren Meetingraum. Dann kann ich den Meetingraum alles auswählen. Jetzt habe ich hier diese ganz unterschiedlichen Dinge und kann mit einem Klick sagen, hinzufügen. Und dann sind die ganz unterschiedlichen Arten von Sachen mit einer Art und Weise, wie ich das Ganze hinzufügen kann, in dem entsprechenden drin. Das Gleiche gilt, also auch im Prinzip dieselbe Art von, ich nenne das jetzt mal technisch gesprochen Widget, befindet sich hier zur Auswahl, aber auch hier an der Seite, wenn es darum geht, welchen Kalender möchte ich anzeigen in meinem Seitenmenü. Also auch dort kann ich einen Adressbuchkontakt auswählen, da kann ich eine Ressource auswählen. Eine E-Mail-Adresse macht an der Stelle natürlich nicht Sinn, aber all das, was mit der e-Groupware arbeitet, kann ich mir auf dem Wege auch, um den Kalender dort anzuzeigen, vorgeben lassen. Also wenn ich sehen will, hat die Frau Fleming Zeit und ist der Meetingraum frei, dann kann ich das praktisch in einem Arbeitsschritt machen. Genau.
Gut, wir haben jetzt eine Frage noch. Gibt es noch die Möglichkeit, Infolog-Einträge im Kalender anzuzeigen? Ja, natürlich kann ich mir auch Infolog-Einträge im Kalender anzeigen lassen. Ich gehe nochmal auf meine Woche zurück. Sie sehen, hier gibt es etwas, das heißt Prepare Product Development. Wenn ich da draufklicke, ist es tatsächlich ein Infolog-Eintrag. Also auch da wiederum ist es so, wenn wir über die EPL-Version reden, gibt es diese Funktionalität schon lange und die ist weiterhin vorhanden. Für Community-User ist sie nicht vorhanden. Das heißt, das ist etwas, was EPL-only ist. Und da können Sie einfach sagen, welche Infolog-Typen sollen wie Termine im Kalender angezeigt werden. Und je nachdem haben die einen Startpunkt, der jetzt einfach um irgendwo mitten im Tag ist. Dann wird es mir an diesem entsprechenden Tag in meinem Kalender angezeigt. Würde ich jetzt sagen, ich habe hier oben den Startpunkt einfach auf 0 Uhr gesetzt, dann taucht es mir hier oben in meinem Zeitrahmen der nicht blockierenden ganztägigen Termine auf. Also das hat sich in dem Sinne nicht verändert. Okay, alles klar. Eine Frage noch von Herrn Brandl, die ist ein bisschen komplizierter, glaube ich. Als Mitglied zweier verschiedener Gruppen will ich, dass nur meine RZ-Kollegen die Inhalte meiner Rechenzentrumstermine, Tagesordnung und Anlagen lesen können, während die Betriebsratstermine meine RZ-Kollegen nichts angehen. Wie kann ich das lösen? Es gibt in dem Sinne keine Möglichkeit, es über Kategorien zu lösen, weil an den Kategorien hängen keine Rechte, Herr Brandl. Das hat sich in dem Sinne nicht verändert, sondern dafür gibt es dann im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist es so, dass die anderen kein volles Leserecht in ihren Kalender haben, sprich, die würden dort alles andere ausgeblendet sehen, oder aber sie würden diesen Termin als privat kennzeichnen. Damit ist er nur für die Teilnehmer, die in dem Termin drin sind, wirklich sichtbar. Alle anderen bekommen die Informationen ausgeblendet. Auch das ist in der 14.3 schon analog möglich. Wer damit die Frage in etwa beantwortet, Herr Brandl? Oder ansonsten gibt es noch irgendwelche weiteren Fragen zum Drag-and-Drop oder zu den Pop-ups, zum Kontextmenü oder den Favoriten? Ja, wenn das nicht der Fall ist, würde ich sagen, wir schalten noch mal kurz zurück auf unsere Übersicht der Dinge, die wir Ihnen heute so präsentiert haben. Vorhin war noch eine Frage, nämlich wann kommt das Release? Wir wollen das Ganze so machen, dass es ab nächster Woche sowohl Trials gibt, als auch Hosting-Kunden schon gerne auf die neue Version gehen können. Und es wird auch erste Release-Kandidaten geben für Installationskunden. Da ist es natürlich so, dass an der Stelle wir einfach immer empfehlen, es ist noch nicht das Release. Sprich, stellen Sie nicht direkt Ihre Produktion um, machen Sie einen neuen Server, machen Sie dort entsprechend aktuelles Betriebssystem, aktuelle PHP-Versionen drauf, spielen Sie dort die Version ein, testen Sie alles, schauen Sie es an, wenn Sie in irgendwelche Fehler laufen, bitte Rückmeldung an uns über entsprechend unsere MyStylight, damit wir die Fehler beheben können. Und je nachdem, wie lange dieser Prozess geht, alle Rückmeldungen, die wir bekommen, einfließen zu lassen, so wird es dann auch entsprechend zu dem Release kommen. Wir haben auch jetzt nochmal zwei Webinare geplant. Die Termine stehen noch nicht genau fest, aber das nächste, hatten wir ja schon gesagt, wird sich um die mobile Version drehen. Und danach gibt es nochmal ein allgemeines Release-Webinar, wo wir einfach nochmal komprimiert die verschiedenen Sachen zeigen, die drin sind, zum Beispiel auch neue Features zeigen, ganz neu jetzt drin, Routenplanung aus dem Adressbuch heraus. Das sind einfach alles Sachen, die wir dann auch in dem letzten nochmal anschneiden wollen. Die PGP-Verschlüsselung, also alles Dinge, die einfach als Features auch in der 16.1 mit drin sind. Sie werden auf jeden Fall über den Newsletter darüber informiert? Die anderen Funktionalitäten werden auch in den anderen Templates funktionieren. Natürlich ist es Geschichte, wenn wir über das Mobiltemplate reden. Das sind natürlich nicht alle Sachen möglich.
Einfach weil wir dort die Funktionalitäten auf einem Handy oder einem Tablet sind einfach eingeschränkt gegenüber dem. Aber in den anderen Ansichten soll es alles auch verfügbar sein. Welche Community-Version ist die aktuellste? Aktuell ist 14.3. Das spielt keine Rolle, ob es Community oder EPL ist. Es ist ja so, dass wir mittlerweile einfach gewisse Funktionalitäten haben, die es nur in EPL gibt. Wenn ich nochmal so ein bisschen darauf hinweisen darf, das sind zum Beispiel, wir haben eben gesehen, Infolog-Einträge, die im Kalender angezeigt werden können oder Versionierung im Dateimanager. Das, was jetzt neu kommt mit der eGroupware 16.1, ist zum Beispiel, dass wir Infologs auch verschlüsseln können. Das sind Sachen, die sind rein in der EPL verfügbar. Es gibt noch viele kleine Geschichten. Wenn man jetzt einen Projektmanager nimmt, das Gantt-Chart, dass Sie dort einfach Infolog-Einträge zum Beispiel per Drag and Drop verschieben können, das ändert dann den Infolog-Eintrag. Das sind Funktionalitäten, die nur in der EPL verfügbar sind, aber die Versionen an sich mit der Standardfunktionalität ist in Community und im EPL gleich. Alles klar, das waren soweit die Fragen anscheinend. Sollte noch was sein? Wir warten jetzt noch mal ein paar Sekunden. Können Sie gerne noch was schreiben? Wie werden die Zeiten von Kalendereinträgen in den Projektmanager übernommen? Hat sich auch jetzt in dem Sinne nichts verändert. Kalendereinträge sind im Projektmanager standardmäßig so, dass sie nur als geplante Zeiten drin sind, weil oftmals man ja, ich sage jetzt mal zum Beispiel einen Termin mit dem Kunden die Fahrzeiten mit eingeplant hat, deswegen ist der Termin länger. Sprich, an der Stelle ist so immer unsere Empfehlung, wenn Sie Kalendereinträge im Projektmanager nutzen, machen Sie darauf einen Stundenzettel. Damit haben Sie die tatsächlichen Zeiten dokumentiert, haben aber trotzdem auch Ihre Informationen drin. Herr Pfannenstein schreibt noch, gibt es irgendwo eine Liste der EPL-Only-Features? Es gibt auf der Webseite eine Liste. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie schon aktualisiert ist mit den 16.1er neuen Funktionalitäten. Aber wenn wir mit dem Release rauskommen, wird die Liste dann auch auf der Webseite entsprechend aktualisiert werden. Aber Sie können gerne auch eine Mail an info@stylight.de schreiben und da kann man das natürlich auch nochmal zusammenfassen. Herr Lidischkis schreibt noch, würde das heißen, dass in der nächsten Woche auch die Community 16.1 verfügbar ist? Naja, als Release ist weder in der EPL noch in der Community vorhanden. Das, was wir sage, ist, es gibt einen Release-Kandidat und der wird sowohl per Community als auch per EPL verfügbar sein. Im Endeffekt, ich weiß nicht, ob Sie schon mitgekriegt haben, eGroupware ist ja jetzt auch auf GitHub. Sprich, die Sachen sind dann per GitHub auch verfügbar und wir werden natürlich auch auf den Listen darüber berichten. Frage noch, ob die Rechte am Code der 16.1-Version so bleiben, wie sie jetzt sind. Natürlich. Kann man kurz beantworten, ja. Also es ist gleiches Spiel. Wir können ja auch nicht einfach die Vergangenheit verändern. Sprich, an der Stelle natürlich bleibt das Ganze unter denselben Lizenzbedingungen wie früher auch. Okay, alles klar. Ja, wir müssen so langsam mal zum Ende kommen. Wir können vielleicht die eine Frage jetzt noch beantworten. Ansonsten schreiben Sie uns wirklich einfach eine E-Mail und dann machen wir das ausführlicher. Können in Terminen Links zu Dateifreigaben eingebaut werden? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was oder wie genau das gemeint ist. Was Sie machen können, ist, wenn ich so einen Termin öffne, ich wieder einen neuen generiert, kann ich in den Verknüpfungen im Prinzip auch zum Dateimanager einen Link herstellen. Das war letztendlich aber, glaube ich, in der 14.3 auch schon drin. Gut, alles klar. Haben wir die Frage eigentlich damit beantwortet? Ja, wenn es dann alle Fragen waren soweit, dann würde ich mich schon mal ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihren Einsatz und dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Danke auch an Birgit für die ausführlichen Erklärungen. Ja, ich freue mich auch und ich freue mich natürlich auch, wenn wir Sie dann in Kürze bei unserem nächsten Webinar begrüßen können. Und wer jetzt bei uns im Hosting ist oder einen Teil möchte, schreiben Sie uns und dann können wir Sie gerne auch entsprechend mit einem Teil versorgen, beziehungsweise auch Ihre Produktionsinstanz schon vor dem Release-Datum auf unsere 16.1 umstellen. Gut, über das neue Webinar informieren wir auch im Newsletter wieder. Das wird am 15. Juni, also auch wieder mittwochs stattfinden. Gut, dann
Vielen Dank, genau. Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, Sie sind dann auch wieder dabei.